Lichtverschmutzung, das ist natürlich jetzt für mich ganz schwierig. Nicht, dass es nachher heißt, ja, der spricht ja nur für seinen Berufsstand. Der ist ja Astronom. Da muss der ja zusehen, dass von dem Himmel noch was auch zu sehen ist. Also wir Astronomen haben natürlich damit ein richtiges Problem, wenn wir unsere Teleskope in der Nähe von Lichtquellen haben. Denn heutzutage sind die modernen Teleskope so empfindlich, dass ja schon auch nur ein bisschen Licht schon ausreicht, das Teleskop bzw. den Detektor zu überfüllen. In Wahrheit ist die Lichtverschmutzung ein kulturelles Problem. Für alle, für uns alle, nicht nur für diejenigen, die sich professionell mit dem Universum beschäftigen, für uns alle geht etwas verloren, nämlich der Blick in den Himmel. Jetzt können uns die Astronomen natürlich erzählen, ja, ihr schaut da ins Archiv des Universums, in eure eigene Geschichte. Wir sind Kinder der Sterne, wir bestehen zu 92% aus Sternenstaub und so weiter. Aber in Wirklichkeit geht es einfach nur um diesen schönen, feinen Blick auf einen Sternenhimmel, wo man gewisse Sternbilder sogar erkennt, vielleicht sogar den einen oder anderen Stern und sich vielleicht immer wieder mal fragen sollte, was machen wir hier eigentlich auf diesem kleinen blauen Planeten vor diesem unglaublichen Universum, das uns hervorgebracht hat. Und diesen Blick zu haben, das ist ganz wichtig. Und deswegen sollten wir uns solche dunklen Zonen gönnen, so wie wir uns stille Zeiten und stille Räume gönnen.